Path. Nach Hause S. Hause S macht er. So, du fahr auch mal nach Hause S. Und wie sich das da verhält. Hältst kurz an, fährst weiter. Eventuell kommst du jetzt zu kleinen Rucklern. Genau, weil das Ding jetzt so lange rot sagt, bis der andere Zug genug Abstand hat. Weswegen ich zwischendurch... Warum bist du gleich wieder auf rot zurückgesprungen? Deswegen wollte ich hier... das waren fast zu viele. Aber ich wollte halt die Lichter dazwischen haben, dass man nicht immer so weit fahren musste. Du bist den Weg gefahren, weil das der kürzeste ist. Und du wirst jetzt hier ewig stehen bleiben, weil in Home S einer geparkt ist. Okay. Das kann ich... So. Du musst weiter nach vorne. Und du machst mal so. Du hältst jetzt da an. Du kannst jetzt nicht mehr nach oben. Das ist sehr unpraktisch. Warum konnten wir in Home S nicht rein? Ah! Natürlich können wir bei Home S nicht rein, weil die ganze Station falsch rum ist. Ah, Mensch, 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 Mensch. Okay. Du auf der Höhe, auf der Seite. Du bist ab sofort Home N. Go. So. Oh, warte. Nein, ich mache einfach mal, ich mache testweise jetzt mal. Du bist jetzt ab sofort Home. Und du bist ab sofort ebenfalls Home. Dann schicken wir dich in Rückwärtsgang. Was nicht geht. So. Schicken wir dich in Rückwärtsgang. Und dich wieder ab. Bauen davon mal ein paar. Häng dich da hinten ran. So. Und du fährst jetzt nach Home. Und da das da unten dicht ist, hoffe... Warum bist du da immer noch rot? Geht alle weg. Lass mich aussteigen. So. Und da es da unten rot ist, hoffe ich jetzt, dass der Zug automatisch zu dem oberen fährt, weil beide Home heißen. Und es funktioniert. Sehr schön. Okay, nicht mit Holz beladen. So, ich habe ein volles Spielerinventar. Weg, weg. Weg, 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 weg. So. Keine 400 davon. So. Viel zu viel Holz. Ja, ja, hier. Mach das weg. Wir brauchen hier ebenfalls lila Kisten. Wir brauchen da oben keinen davon. Wir brauchen da lila Kisten, 50 Stück. Und wir brauchen ganz viele schnelle Ärmchen. Weg. Die da können weg. Und ich hätte gerne immer 50 Very Fast Inserter, genau. Da ist, glaube ich, zu viel. Halt rum. So. Okay. Hier das gleiche Spielchen. Erst Ärmchen weg. Dann viel zu viel Holz weg. Nein. So. Dum, 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 dum. Ping-Pong. So. Du. Dahin. Zu viel. Raus. Raus. Also, die fahren jetzt alle, also entladen irgendwo hier. Das ist schon mal schön. Du sollst jetzt zu Eisen... Wie heißen die Stationen alle? Du sollst jetzt zu Eisen 4 und Eisen 3. In Eisen 4 lädst du eigentlich nur die Kristalle ein, wenn sie später kommen. Das wird also nicht so viel sein. Und danach machst du dich ganz voll bei Eisen 3. Also, Eisen 4, Eisen 3, wieder nach Home. Das heißt,
die ist hier schon weggefahren. So, du fährst zu Kupfer 4. Und eigentlich nirgendwo anders hin. Und du steigst jetzt mal ein, um zu gucken, ob es da irgendwo Probleme geben könnte. Wobei ich das nicht denke, da der eine Zug jetzt in Eisen 3 hält und wir eh den linken Weg fahren, weil er schneller ist. Richtig? Nein. Wir halten hier an. Das ist nicht gut. Du, anhalten. Aussteigen. Wir brauchen also rechts noch mehr Leuchten. Fahr bis hier. Ja, die ist zu weit vorne. So. Das heißt, du gibst nur rot, wenn in diesem Bereich was ist. Du fährst nicht weiter, weil die Station wieder falsch rum ist. Es ist am Computer ganz viel rum, das ist ganz putzig. Die können alle weg. Piu, 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 piu. Oh, oh. Oh, das ist eine Basis direkt. Die Monsterfalle ist gebaut. Unbeabsichtigt, aber ich glaube ja. Au. Hey. Repair Packs. Repair Zeug. Eventuell müssen wir ein bisschen vorrücken. Weil ja, das bauen Sachen und die. Doch. Habe ich noch mehr Türme? Ja, 3 Stück. Und dann noch für ein bisschen extra Umf im Nahkampf. Hier so ein paar Türme. Ja, die sollten jetzt durchgehend schießen. Pingen einen an. Gruppe kommt angelaufen. Piu, 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 piu. Wir brauchen also jetzt nur eine recht gute Robo-Abdeckung. Wobei, bis da reicht eigentlich. Mach mal aus dem hier einen blauen. Schmeiß dann. Die Hälfte der Repairbots reicht. Das rein und das rein. Und dann müssen wir einfach nur alle Stunde oder zwei einmal den hier machen. Dann werden alle Leichen eingesammelt. Ich hoffe mal, die Roboter überleben. Jetzt mal gucken, was passiert. Ah, wir haben keine gelbe Kiste. Ja, 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 ja. Und weil sie dumm rumstehen, werden sie abgebissen. Weil solange sie sich durchgeht, bewegen, müsste alles okay sein. Ich setze vorsichtig schon mal ein paar mehr rein. Haben wir noch welche da? So. Noch besser wäre natürlich, wenn wir hier einstellen, dass auch alle Leichen akzeptiert werden. Aber das passt nicht mehr. Mach das, das, das. Das und das weg. Du hättest gerne. Oh Gott. Ja, das sind ein paar, ne? Weg, 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 weg. Du hättest gerne small. Das, das, das. Mediums bitte. King. Big Biter. Bigs bitte. Berserker, Berserker, komisches anderes Ding. Den da, den da, den da, den da, den da, den da. So, alle Leichen werden jetzt eingesackt. Ich schaue so einen Strom aus. Wir haben es nachts. Es springt schön hoch und runter, aber alles gut. Oh, GZ zur Monsterfarm, würde ich sagen. Du stehst einen Ticken zu weit vorne. Das heißt, bei Zeiten werde ich einfach hier noch ein paar mehr Türme hintun, damit ich mir absolut keine Sorgen mehr machen muss. Aber bis dahin haben wir jetzt einen durchgehenden Input an sowohl grünen Kristallen für Munition, obwohl ich dafür 62 Magazine habe und nicht mehr wirklich viel brauche. Aber ja, grün, blau, rot. Also alles außer Topas und Diamanten. Schön. So, warum fährt der Zug jetzt nicht weiter? Du sagst No Path. Das heißt, was wäre dein nächstes Ziel?
Eisen 3 dann. Der da. Ja, der wird falsch rum sein. Wo ist der andere Zug jetzt? Ist der andere Zug jetzt schon durchgerauscht? Müsste er, oder? Nee, ich hätte ihn angehalten. Ja, angehalten. Sehr gut. Okay. Also wenn ich ihn jetzt anschmeiße, fährt er einfach sofort an der Dings da links rum vorbei. Gucken wir. Theorie und Praxis. Jo. Jo. Oh, das ist nicht gut. Also du wirst jetzt hier beladen. Tschung, 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 tschung. Die Station ist auch richtig rum. Die Station, die ist wahrscheinlich nicht richtig rum, ist, ist die, wo wir einfach nur durchfahren würden mit dieser Bahn. Aber ich springe dann einfach raus, das passt schon. So, und hier werden jetzt 3 Waggons schön befüllt, das ist gut. Oh, warte mal ganz kurz. Du, halt mal kurz an. Und setz hier schon mal was um. Dich nämlich... da so hin. So. Dich irgendwo... dahin. So. Habe ich noch irgendwas an Drills? Da. 5er. Dich dahin. Dich dahin. Kiste. Kiste. Speed, Speed. Und keine Gedanken mehr um Kupfer machen. So. Einsteigen. Go. Kupfer. So. Also jetzt im richtigen Zeitpunkt die Enter-Taste drücken, wenn wir bei Eisen 3 durchrauschen. Beziehungsweise wenn wir den Knick da machen. Da will ich raus. Gucken, ob man Schaden nimmt, wenn man bei 100 Sachen aus dem Zug springt. Au. Nicht beim Ausspringen, aber wenn man dann an einem Waggon hängen bleibt, dann tut das weh. So, du bist falsch rum. Das ist nicht schön. Du bist jetzt Eisen 3. Ich habe keine Ahnung, wo du halten musst. Hier? Müssen wir also demnächst umbauen. Du bist wieder Eisen 3. Und wenn ich jetzt hier auf die Set Name drücke, müsste der eine Zug sofort losfahren. Der die ganze Zeit geschrien hat, no pass, no pass. Du bist voll. Bau mal... das da. Ja, passt gleich ein bisschen mehr rein. Und du das da. Genau. So. Lichter. Ja, wären praktisch. Also du darfst nicht an der Schranke sein, sondern sagen wir mal hier. Hier. Hier ist gut. Und hier. Das so. Ja. Dann gehst du hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Bis da. Und hier bis da. Das ist okay. Und hier können wir noch einen Zwischenstopp machen, falls es später mehrere Züge gibt. So. Okay. Also ich glaube... jetzt fahren die Züge so, wie sie fahren sollen. Kann ich ja einfach testen, indem ich so eine Minute unten bei den Bahnhöfen stehen bleibe und gucke, ob beide Sachen entladen werden. Also hier wurde offensichtlich gerade irgendwas entladen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und vorsichtshalber baue ich schon mal ein paar von den großen gelben Kisten, falls sie wieder ein Lagerproblem haben. Ja, komm, kein Zug. Achso, die sehr großen Kisten. Hatte ich die auch noch irgendwo? Extra Large Chest. Da, 2 Stück von. So, da hat sich Holz... raus. Genau, da hat sich Holz reingeschlichen. Das ist ganz und gar nicht gut. Da sollte eigentlich das da mit rein.
Und das ganze Holz sollte raus. Machen wir so. Das könnte klappen, oder? Ja, ich denke schon. Machen wir jetzt hier einen kleinen Holzvorrat. Ja, das bisschen Eisen, was ich da reingetan habe, ist jetzt weg, weil es sofort eingeschmolzen wurde. Und das ist der Nachteil in dieser Idee. Ansonsten echt super und praktisch und toll, dass sie nicht so weit fliegen müssen. Aber sobald die Kiste einmal leer ist, haben wir ein Problem. Das heißt, sie darf noch nicht leer gehen. Okay, also Kupfer ist schon wieder da. Kupfer scheint also kein Problem zu haben. Der Eisenzug. Also der, der in Eisen und Eisen... Ah, du heißt Eisen und nicht Eisen 3. Das ist nicht gut. Ja, der ist ein Problem. Das heißt, ich habe getestet. Ich habe nur halb Schildschaden bekommen. Das heißt, ich laufe jetzt auf den Schienen dem Zug entgegen. Ich hoffe, dass... Also eigentlich ist egal, was passiert. Wenn er mir entgegenkommt und in mich reincrasht, halte ich ihn an. Und ich weiß, dass es funktioniert alles soweit. Wenn er nicht kommt, dann weiß ich, dass irgendwas falsch ist. Und werde ihn irgendwann treffen, wenn ich auf den Schienen weiterlaufe.